Hättet ihr dieses Kind abgetrieben? Harte Frage, aber mal ehrlich, hättet ihr? Yari hat das Down-Syndrom. Es lässt sich mit Bluttests schon während der Schwangerschaft erkennen. Die allermeisten Eltern brechen sie dann ab. Jetzt übernehmen Krankenkassen sogar die Kosten für die Tests. Werden Menschen wie Yari bald aus unserer Gesellschaft verschwinden? Guten Morgen. Yaris Eltern haben mich zum Frühstück am Sonntag eingeladen. Kevin kommt aus der Schweiz. Mit seiner Frau Tina lebt er nördlich von Hamburg. Sie haben sich bei uns gemeldet, wollen zeigen, wie es wirklich ist, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben. Und bist parat? Hast du deine eigene Tasse? Mit deinem Bild drauf? Bist du das? Ja. Ich bin das. Ich bin das. Till ist Yaris kleiner Bruder. Erst 4 Jahre alt, kam ohne Down-Syndrom zur Welt. Was wolltest du? Butter. Oder? Lachs. Butter und Lachs. Das reicht. Ist das so seine Sache, Butter und Lachs? Ja. Gibt's aber nur am Wochenende, sonst wird's zu teuer. Yari ist 8 Jahre alt. Er besucht eine Förderschule. Für Tina und Kevin war er ein Wunschkind. Den Bluttest auf das Down-Syndrom haben sie nicht gemacht. Sie wollten das Kind so oder so behalten. Also bei der Geburt war es, erstmal checkt man das Kind ja von oben bis unten ab. Und wir hatten beide irgendwie das Gefühl, es ist irgendwas nicht stimmig. Man hat gemerkt, die Stimmung war anders von den Hebammen her. Und dann haben sie gesagt, ja, Yari muss noch mal in den Nebenraum, ein Arzt muss ihn sich angucken. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn hier so plattes Gesicht und alles? Ist das normal oder könnt ihr das Down-Syndrom haben? Und ich glaube, ich habe da den Stein vom Herzen fallen hören dem Arzt, dass ich ihn das gefragt habe und er mir das nicht erzählen musste. Wirklich Boden unter den Füßen weggerissen, das kam dann aber auch erst in der Nacht, dann, als wir uns schlafen gelegt hatten, wo man einfach, ja, man macht sich 9 Monate lang Gedanken über dieses Kind, wie wird es sein und alles hin und her. Und das musste ich ja zuerst mal aus dem Kopf rausnehmen und einmal nochmal bei Null beginnen. Das Down-Syndrom ist eine Chromosomenstörung. Menschen mit Down-Syndrom haben das Chromosom 21 dreimal, eins mehr als normal. Deshalb nennt man diese Anomalie auch Trisomie 21. Sie beeinflusst die körperliche, geistige und sprachliche Entwicklung. Wie schwer, ist ganz unterschiedlich. Etwa einer von 2000 Menschen in Deutschland ist davon betroffen. Nur eine Schätzung. Genauzahlen gibt's nicht. Und ich finde es schade, dass viele halt wirklich vom Gynäkologen direkt zur Pränataldiagnostik weitergeschleust werden, sondern dass nicht mal ein Kontakt zu einer Familie, zu uns zum Beispiel, aufgebaut wird. Tina hat früher mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Sie sagt, nicht die Behinderung von Yari ist das Problem, sondern dass es die Gesellschaft zu einem macht. Ich habe selbst einen Bruder mit Behinderung. Ich finde, Menschen mit Behinderung und ihre Familien bekommen oft zu wenig Hilfe. Kevin und Tina sehen die Tests während der Schwangerschaft kritisch. Diese ganze Pränataldiagnostik finde ich erschreckend, dass da langsam echt, dass vielleicht Trisomie nur der Anfang ist, den man vorher schon hervorguckt, also herausschaut. Dass es wirklich irgendwann so weit ist, dass man eigentlich sein perfektes Baby im Bauch entwickeln lassen könnte. Er ist hier selbstständig. Also er zieht sich an, er geht auf Toilette, das funktioniert alles. Es geht alles ein bisschen länger, aber das muss auch in den Köpfen der Menschen ankommen, dass das gar nicht so dramatisch ist. Mir kommt es manchmal so vor, als ob sie über Down-Syndrom reden, als ob man ein schwerst mehrfach behindertes Kind im Rollstuhl hat, was gar nichts ankommt. Und das ist nicht so. Ich dachte auch immer, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben, ist richtig anstrengend. Gerade bin ich mir unsicher. Es wirkt wie ein stinknormaler Sonntagmorgen irgendwo in Deutschland. Aber viele Menschen mit Trisomie 21 sind weniger selbstständig als Yari, brauchen teilweise intensive Pflege. Papa, da ist das, da ist das, da ist das, da ist das, und da ist das, da ist das, da ist das. Musik machen. Kevin ist in einer Band und auch Yari macht gern Musik. Also spielen die beiden oft zusammen. Ich helfe am Bass aus.
but the train keeps rolling. Blue, my blues away. Jetzt zeig mal dein Fahrrad und deine Harley. So. Gibt es denn bei euch irgendwelche Probleme oder sagt ihr, nee, eigentlich ist es bisher... Naja, das zum Beispiel im Hintergrund gerade, ne? Das kommt, da kommt die Frage eigentlich ganz gut. Er ist jetzt schon ein bisschen sehr bockig. Also Till möchte, dass er da aus der Pfütze rausfährt und er ist jetzt nur bei sich. Er will da jetzt drin bleiben, aber kann so gar nicht mal auf seinem... Das ist halt nicht alterstypisch, ne? Also für einen fast 9-Jährigen, der kann sich dann schon mal runterbrechen und dann sagen, so, ich mach's für meinen Bruder. Aber die sind so vom Entwicklungsstand sich ziemlich, ziemlich ähnlich. Jetzt gehen wir mal hin, das ist... da einer so traurig ist, ist auch nicht schön. Dann versuchen wir mal zu klären. Menschen mit Down-Syndrom haben auch oft gesundheitliche Probleme. Ein schwaches Immunsystem und Fehlbildungen der Organe. Aber es hat sich viel getan. Vor 50 Jahren wurden Menschen mit Down-Syndrom im Schnitt nicht älter als 10. Heute liegt die Lebenserwartung bei 60 Jahren. Kannst du denn Leute verstehen, die den Test aufs Down-Syndrom machen während der Schwangerschaft und dann, wenn der positiv zurückkommt, sagen, schaffe ich nicht, ich glaube, ich kann das nicht und das Kind abtreiben? Also ich kann das ganz ehrlich ganz schwer verstehen. Das wäre ja auch ein Nein gegen mein Kind. Mhm. Na, also das wäre halt auch so mein Gedanke. Ja, du würdest dich gegen mein Kind entscheiden? Ich möchte niemandem was vorschreiben, weil jeder ist sein eigener Chef in solchen Dingen. Das müssen alle selber für sich entscheiden. Aber dass die Leute nachdenken. Ja. Kevin dachte, wenn er ein Kind mit Trisomie 21 bekommt, würde er kaum noch Zeit für seine Hobbys haben. Motorradfahren zum Beispiel. Aber Yari liebt es. Also fahren sie zusammen. Schön zu sehen, wie glücklich die Familie ist. Trotzdem bin ich unsicher, ob ich das könnte. Ein Kind mit Down-Syndrom großziehen. Vielleicht mein Leben lang dafür sorgen. Die Sache ist, ich bin selbst gerade Vater geworden. Während der Schwangerschaft haben wir auch den Bluttest machen lassen. Hier, in dieser Praxis. Wäre der Test positiv gewesen, hätten wir uns vermutlich für einen Abbruch entschieden. Zufällig war genau heute ein Paar bei Gynäkologin Christiane Wessel zur Untersuchung. Auf deren Ultraschallbild hat sie Auffälligkeiten gesehen. Sie zeigt es mir. Hier sehe ich den Kopf vom Embryo. Das ist der Rücken, hier ist der Bauch, hier ist ein Beinchen, der Arm angedeutet. Und hier sehe ich doch eine sehr hohe Nackenfalte. Ne? Das kann ein Hinweis sein für ein Down-Syndrom. Das kann auch mal gar nichts sein. Es kann auch ein Herzfehler sein, der sowas macht. Also es gibt verschiedene Ursachen. Und dann ist dieser Trisomietest, also dieser nicht-invasive pränatale Test, eine Möglichkeit, das schon mal vorab zu klären. Durch eine Blutprobe der werdenden Mutter kann auch die DNA des Kindes untersucht werden. Mit etwa 99% Genauigkeit kann so festgestellt werden, ob Trisomie 21 vorliegt. Die Tests gibt es seit 10 Jahren. Seit Juli übernehmen die Krankenkassen in den allermeisten Fällen die Kosten. Viele Eltern wollen mit dem Test eigentlich nur sicher gehen, dass ihr Kind gesund ist. Doch was, wenn es das eben nicht ist? Also der überwiegende Teil entscheidet sich dann dagegen. Weil es ja auch, also, und das ist auch, ich glaube, das ist auch so eine ganz individuelle Entscheidung. Die können also wir auch als Ärztinnen überhaupt nicht beeinflussen. Aber es gibt auch Paare, die, oder Frauen und Paare, die sich bewusst entscheiden, gar nichts zu gucken. Auch hier gibt es keine genauen Zahlen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 9 von 10 Schwangerschaften abgebrochen werden, wenn beim Kind Trisomie 21 diagnostiziert wird. Was sind denn so Ängste oder Sorgen, die Eltern haben? Also einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, ist immer eine schwere Entscheidung, gerade bei den Eltern, Frauen, die ihren Kinderwunsch vielleicht sogar hatten und das Kind lange geplant haben. Aber die Sorge davor, einfach nicht zu wissen, wie kann ich mit so einem Kind leben, muss ich meinen Beruf aufgeben? Wie kann ich denn, weiter meinen Beruf, meine Karriere machen, obwohl ich jetzt ein Kind mit dem Down-Syndrom hat? Das ist schon
glaube ich, deutlich anders als mit einem Normochromosom-Kind. Christiane Wessel sagt, das liegt auch daran, dass Menschen mit Down-Syndrom in unserer Gesellschaft kaum sichtbar sind. Vielleicht, weil wir sie nicht sehen wollen. Am besten alles ist perfekt. Und die, die nicht perfekt sind, werden nicht so wahrgenommen. Und manchmal, wenn ich mit Frauen spreche, dann sage ich immer so ein bisschen flapsig, aber es gibt Doofe mit einem normalen Chromosomensatz und es gibt ganz Schlaue mit einem Chromosom mehr. Ja, also das ist dieses Trisomie 21, auch da ist die Bandbreite, das sind ganz, gibt es ganz Schlaue und es gibt welche mit einer stärkeren Intelligenzminderung. Ja, das gibt welche, die können gut schauspielern und andere können sogar einigermaßen rechnen. Apropos Schauspieler. Ich bin am Deutschen Theater. Hier treffe ich Jonas Sippel. Am Abend hat Jonas einen Auftritt. Er ist in seiner Umkleide. Ich soll genau 3-mal klopfen, damit er weiß, dass ich es bin. Hallo. Na, hallo Jonas. Na? Ja, lange nicht mehr gesehen. Lange nicht gesehen, ja. Jonas ist 28. Ich habe ihn vor ein paar Jahren schon mal getroffen. Und bei diesem Film habe ich sofort an ihn gedacht. Als ich eben in die Umkleide kam, hat er ein Buch gelesen. Über die Eutonen. Und? Also, anders gesagt, ich interessiere mich sehr für Königshäuser. Und da habe ich gerade eben über die Eutonen gelesen, vorher über die Athen. Jonas mag auch griechische Sagen. Bei unserem ersten Treffen hatte mich das noch überrascht. Vorurteile halt. Jonas muss sich umziehen. Die Vorstellung beginnt in weniger als 2 Stunden. Wichtig dafür sind auch die 2 Cola-Flaschen auf dem Tisch. Ich hatte mal schon mal eine Blockade gehabt. Und da habe ich Cola trinken müssen. Und dann, das ist halt einfach mein Ritus. Eigentlich mache ich noch davor Sport, um mich fit zu halten, aber auch die Haltung zu haben und um dann zu spielen quasi. Schauspiel, das ist für ihn nicht nur ein Hobby, es ist sein Job. Und das schon seit knapp 10 Jahren. Zeit für die Maske. Für mich ist Maske, ehrlich gesagt, so eine Art Massage in dem Fall. Oh. Wohlfühl. Jetzt sind erstmal die Haare dran. Mhm. Und wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Und heute muss es besonders gut sein, Juliana. Ich weiß. Ist immer gut. Es wird auch noch gefilmt, also während ich spiele. Ja. Aber ist es noch aufregend jedes Mal für dich, da rauszugehen? Es ist immer aufregend, klar. Das stimmt schon, aber das ist ganz normal. Hauptsache, man kriegt kein Lampenfieber vorher. Ansonsten ist es ganz normal. Dann will Jonas sich auf seinen Auftritt vorbereiten. Wir reden später weiter. Was sagt er dazu, dass die meisten Eltern kein Kind mit Down-Syndrom wollen? Sagen wir so, Abtreibung ist nicht so schön. Wir sind auch Menschen und die Leute mit Trisomie 21 sind auch Leute, genau wie sie und ich. Wir sind eine Demokratie und auch Menschen mit Trisomie 21 gehören zu der Demokratie mit dazu. Wir sind ein freies Land. Jonas klingt wütend. Das ist nicht typisch für ihn. Aber an seiner Stelle hätte ich schon das Gefühl, nicht wirklich willkommen zu sein in dieser Gesellschaft. Ich erzähle ihm, dass ich mein Kind auch auf Trisomie habe testen lassen. Dass ich bei einem positiven Ergebnis wahrscheinlich für einen Abbruch gewesen wäre. Ich kann ja mal erklären, warum. Weil ich immer dachte, das ist vielleicht so anstrengend damit so ein Kind. Und man muss so ganz viel von seinem Leben aufgehen. Und ich wusste nicht, ob ich das kann. Und das ist, weißt du, und das, ich finde es auch ganz schwer, dir das jetzt so zu erzählen, weil... Das glaube ich. Weil natürlich, wenn du jetzt mein Kind gewesen wärst, dann wärst du vielleicht nicht auf der Welt. Würdest du sagen, ich bin dann auch ein schlechter Mensch, wenn ich vielleicht das entschieden hätte? Nein, ich würde es erst immer dir raten. Lass es einfach laufen. Sag einfach, ja, ich möchte das Kind so nehmen, wie es ist. Du bist auch selbst Vater. Dann würde ich lieber
an deiner Stelle auf die väterlichen Gefühle verlassen, anstatt so abzutreiben. Mach es richtig. Entscheide lieber für Vater sein. Das ist der richtige Weg. Was Jonas sagt, berührt mich. Und obwohl es natürlich viele gute Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch gibt, hat Jonas irgendwie schon recht, als er sagt, auch Menschen mit Down-Syndrom haben eine Chance verdient. Die Vorstellung ist fast ausverkauft. Das Stück? Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Es erzählt von Harry Haller, einem Mann in seiner Midlife-Crisis. Er ist zerrissen zwischen seinen vielen Persönlichkeiten. Jonas spielt eine von ihnen. Er wechselt oft das Kostüm. Ist übrigens eine moderne Aufführung. Dennoch geht es nicht, Mozart und den neuesten Foxtrott auf eine Stufe zu stellen. Es gibt nicht nur die Musik des Schalls, es gibt auch die des Geistes. Da mögen Sie sicher recht haben, der Mozart wird vielleicht in 100 Jahren, auch noch in 100 Jahren gespielt werden. Der Valencia vielleicht schon in 2 Jahren nicht mehr. Aber ich glaube, das überlassen wir dem lieben Gott. Und jetzt tassen Sie einen Walzer. Bitte? Weiter! Jonas steht im Rampenlicht. Da, wo Menschen mit Down-Syndrom meist nicht sind. Denn sie sind wenige, etwa 40.000 in Deutschland. Und vermutlich werden sie noch weniger. Wann strahlst du? Es ist ein ziemlicher Widerspruch in mir und in unserer Gesellschaft. Öffentlich sagen wir, dass Menschen mit Einschränkungen dazugehören. Vielfalt und so. Aber privat entscheiden wir oft, dass sie nicht in das Leben passen, das wir uns ausgemalt haben. Hallo, Treffer. Na, wie war's? Perfektes Timing, hey. Es war super. War alles super, ja. Ja? Ja. So, das waren jetzt mehr als 300 Reportagen hier auf dem Kanal vom OI-Kollektiv. Wir machen eine kurze Pause und sind 2023 dann zurück mit neuen Geschichten. Wenn ihr in der Zwischenzeit Sehnsucht nach uns habt, dann schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, also, bis gleich bei Insta und bis ganz bald hier auf YouTube.